Wie ihr sehen könnt, habe ich einen ganz besonderen Kreis für dieses Lernvideo vorbereitet. Dieser Kreis hier scheint nämlich aus mehreren verschiedenfärbigen Schichten zu bestehen. Ebenfalls eingezeichnet ist der Radius vom Mittelpunkt bis zur äußersten Kreislinie, also bis zur Kreislinie der äußersten gelben Schicht. Und in der Mitte dieser drei Kreisschichten befindet sich wie immer der Mittelpunkt. Wie ihr sehen könnt, ist dieser Mittelpunkt wirklich genau in der Mitte von allen diesen drei Schichten. Also das ist ganz gleichförmig angeordnet. Ich gehe jetzt einmal her und zerlege diesen Kreis in seine drei Schichten. Und wie ihr sehen könnt, das sind einfach drei verschiedenfärbige Kreise. Aber, und das ist jetzt wichtig, diese Kreise sind unterschiedlich groß. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier einen kleinen orange-roten Kreis, einen mittelgroßen blauen Kreis und einen großen gelben Kreis. Und naja, wann sind Kreise unterschiedlich groß? Genau, wenn auch ihre Radien unterschiedlich groß sind. Also ein Kreis mit einem großen Radius ist natürlich ein großer Kreis, so wie der gelbe Kreis. Das ist ganz wichtig. So, ich könnte diese Kreise jetzt wieder übereinander legen, so wie am Anfang. Allerdings mache ich es jetzt so, dass sie keinen gemeinsamen Mittelpunkt haben. Wie ihr sehen könnt, kommt dabei jetzt irgendwas raus. Machen wir es nochmal so wie am Anfang. Legen wir die Kreise genau so hin, dass sie denselben Mittelpunkt haben. Es entsteht also wieder so eine schöne gleichförmige Scheibe mit den verschiedenfärbigen Sektoren. So, und als nächstes schiebe ich das Ganze mal etwas zur Seite, damit ich ein wenig Platz für eine Erklärung habe. So, diese besondere Art von Kreisen nennt man konzentrisch. Konzentrisch kommt aus dem Latein und setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, und zwar aus dem lateinischen Wort con und aus dem lateinischen Wort Zentrum. Zentrum heißt, wie ihr euch jetzt vielleicht denken könnt, Zentrum. Und was ist das Zentrum eines Kreises? Naja, genau, der Mittelpunkt. Und das Wort con heißt so viel wie mit einem einzigen. Also mit einem einzigen heißt das Wort con. Das heißt, konzentrisch bedeutet eigentlich nichts anderes wie mit einem einzigen Mittelpunkt. Das heißt, konzentrische Kreise sind verschieden große Kreise mit einem einzigen gemeinsamen Mittelpunkt. Zum Abschluss wollen wir jetzt natürlich selbst etwas konstruieren. Wir konstruieren jetzt einfach auch drei konzentrische Kreise, wie bei dieser Scheibe vorhin. Wie ihr wisst, benötigen wir zur Kreiskonstruktion immer einen Radius. Wenn wir drei Kreise zeichnen wollen, brauchen wir natürlich drei verschiedene Radien. Nehmen wir mal die kleine orange-rote Scheibe her. Die hat einen Radius von 4 cm, wie ihr sehen könnt. Die Konstruktion beschleunige ich jetzt etwas, denn wie man einen Kreis konstruiert, das wisst ihr ja bereits. Wir zeichnen mal eine Hilfslinie in der Länge des Radius. Diesen Abstand nehmen wir dann in den Zirkel. Da wir noch keinen Mittelpunkt haben, müssen wir diesen selbst bestimmen, das mache ich mal. Dann stechen wir mit der Zirkelnadel im Mittelpunkt ein und konstruieren den Kreis. Fertig. Als nächstes nehmen wir den mittelgroßen blauen Kreis her. Der hat einen Radius von 5,5 cm, wie ihr sehen könnt. Auch hier beschleunigt die Konstruktion wieder etwas. Wichtig ist jetzt allerdings, dass ihr keinen neuen Mittelpunkt einzeichnet, sondern denselben Mittelpunkt verwendet, wie bereits bei der Konstruktion des kleinen Kreises. Denn, wie wir gerade besprochen haben, haben konzentrische Kreise ja einen gemeinsamen Mittelpunkt. Das heißt, wir müssen den gleichen Mittelpunkt verwenden. So, fertig. Und zum Abschluss konstruieren wir noch den großen gelben Kreis. Der hat einen Radius von 7 cm, wie ihr sehen könnt. Ich beschleunige das wieder. Und wichtig, auch hier müsst ihr selbstverständlich wieder beim selben Mittelpunkt einstechen. Also gerade darum geht es ja bei konzentrischen Kreisen. Sie haben denselben Mittelpunkt. Nur dadurch entstehen diese schönen gleichförmigen Schichten. Und damit sind wir jetzt auch fertig. Wir haben drei konzentrische Kreise gezeichnet. So, und man könnte natürlich diese Schichten jetzt wieder verschiedenfärbig anmalen. Das könnt ihr dann beim Übungsblatt machen, wenn ihr wollt. Apropos Übungsblatt. Das passende Übungsblatt ist das mit der Nummer G7. Ich wünsche euch gutes Gelingen bei der Arbeit.